Hallo meine Wundervollen! Es ist soweit, es ist soweit, es ist soweit, es ist soweit. Heute ist der Tag, an dem ich meine Dreads bekomme. Ja, ich muss gleich los. Ich habe den Termin ab 10 Uhr und jetzt ist es irgendwie 8.30 Uhr oder so. Und ich dachte, ich starte hier in der Wohnung und bürste mir zuerst mal nochmal die Haare ein allerletztes Mal. Ich hasse übrigens Haare kämmen. Wisst ihr das? Haare kämmen finde ich richtig scheiße. Und wer Haare kämmen genauso scheiße findet wie ich, den kann ich diese Bürste hier empfehlen. Das ist eine Langhaarbürste, Antizidbürste oder so. Paddle-Gedöns. Damit zieht es weniger. Das sind meine Haare im momentanen Zustand. Sie sind schulterlang. Vor 3 Jahren und 1 Monat habe ich mir die Haare abrasiert. Beziehungsweise Ilonka hat mir die Haare abrasiert. Und ich hatte diesen super kurzen 3 mm Haarschnitt. Also meine Haare sind jetzt 3 Jahre lang. Natürlich war ich zwischendurch mal zum Friseur und blondiert habe ich sie ja auch. Aber größtenteils habe ich sie wirklich einfach nur wachsen lassen. Als Vorbereitung auf das, was gleich kommt, habe ich meine Haare mit diesem Shampoo hier gewaschen. Da sind keine extra Sulfate und solche Krimskrams drin. Das ist so ein ganz klinisches Shampoo, würde ich fast sagen, sodass meine Haare jetzt frei von allen Silikon- und Weichmachern sind. Die sind jetzt halt richtig stinknormal. So richtig langweilige, stinknormale Haare. Ein Grund, warum ich gerne Dreads haben will, ist ja, dass ich mir zum Beispiel die Haare nicht gerne kämme. Und dass ich auch finde, dass mir diese Frisur, ja, also es sieht ganz nett aus, aber ich finde nicht, dass das so aussieht wie ich. Also mein Innerstes wird durch diese Frisur nicht wiedergespiegelt. Als ich die ganz kurzen Haare hatte, da habe ich so gedacht, so ja, das entspricht auch irgendwie so ein bisschen mir, weil das ist halt so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, Antigesellschaftsfrisur, eine Antigesellschaftsfrisur. Viele Menschen finden das doof und ja, was viele Menschen doof finden, das gefällt mir. Und jetzt habe ich so eine echt so eine 0815 blonde Bla-Frisur und das bin so gar nicht ich. Ich bereite mich seit 3 Jahren auf diesen Tag heute vor und habe alles dafür getan, um meine Dreads wiederzubekommen. Ich habe es sehr schnell bereut, nachdem ich sie abgeschnitten habe. Es war nicht so, oh mein Gott, was habe ich getan? Ich werde sterben. Ich habe keine Dreads mehr, sondern am Anfang ging es noch. Mit den ganz kurzen Haaren habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und als sie dann nachgewachsen waren, als sie dann ungefähr, ich weiß nicht, hier so waren, also so vielleicht 5 cm. Wie viel ist das? 5 cm? Lang waren. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann so gedacht, so, oh, nee, ich muss die Dreads wieder haben. Ich fühle mich auch am wohlsten mit Dreads und ich finde, die stehen mir als Frisur am besten. Ja, so, viel Palaver vorab. Jetzt packe ich alles ein, die Kamera auch. Ich versuche so gut wie möglich immer mal zwischendurch einzuchecken und ein Update zu geben. Es wird ja eh eine Weile dauern. Ich schätze mal, es dauert so 8 bis 10 Stunden oder so. Keine Ahnung. Das ist jetzt mein Vorher-Video. Jetzt geht's los. Jetzt bekomme ich Dreads. Bis gleich. So, da bin ich. Ich bin jetzt hier im Shop angekommen. Da hinten ist der nette Herr, der mir die Dreads machen wird. Und ja, wir bereiten uns jetzt vor und dann geht's los. Aber wie ich vermutet habe, ist das Licht hier sehr schlecht. Ich stehe jetzt vorne an der Tür. Wir werden das aber da hinten machen. Und da ist das Licht sehr schlecht. Ich werde es filmen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Seid gespannt. Thank you.
bisschen laut hier zum Film, aber das ist jetzt gerade der Zwischenstand. Die Bauarbeiter sind hier auch sehr fleißig. Das ist der Zwischenstand. Wir sind jetzt ungefähr seit 2 Stunden dabei. Drücken wir die Daumen, dass wir heute noch fertig werden! So, da bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, sind wir leider nicht fertig geworden. Es sind immer noch ein paar Haare nicht gedreadet. Die sind jetzt hier noch in diesen Gummibändern drin. Aber 50% meines Kopfes ist gedreadet. Und ich sehe aus wie eine Verrückte. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte an alle deine Bekannten weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich und wünsche dir Sonne im Herzen.